Kommen wir nun zu einem der gefährlichsten Krisenherde der Welt, Stuttgart. Ja, in Stuttgart tobt ein regelrechter Volksaufstand. Sie haben es bestimmt mitbekommen, der Stuttgarter Bahnhof soll unter die Erde verlegt werden. Ein, darf ich sagen, komplett entgleistes Projekt von einer Gigantomanie, die Albert Speer die Schamesröte ins Gesicht getrieben hätte. 4,5 Milliarden sollte der Quatsch da ursprünglich kosten. Der Bundesrechnungshof spricht inzwischen schon von 8,9 Milliarden. Ich sage, kein Wunder, dass sowas die kostenbewussten Schwaben in Scharen auf die Straße treibt. Ja, Sie haben ganz richtig gehört. Wir sind das Volk, wir sind das Geld. Das ist der Unterschied zu den Ossis. Ja, ist doch so. Die Ossis waren nur das Volk. Ich erinnere hier mal an das berühmte Lenin-Wort. Wenn Deutsche Revolution machen und einen Bahnhof stürmen, dann kaufen sie sich zuerst eine Fahrkarte. Oder sie veranstalten ein Gelöbnis. Wir geloben. Den Bahnhof zu schützen. Den Bahnhof zu schützen. Den Nordflügel. Den Nordflügel. Den Südflügel. Den Südflügel. An uns hört. Hört auf unsere Argumente. Hört auf unsere Argumente. Seid mutig. Redet mit uns. Oben bleiben. Du meine Güte, das geht ja immer weiter. Ja, bis die Typen den Text durchhaben. Ist der neue Bahnhof ja längst fertig. Man darf jetzt natürlich nicht vergessen, viele Stuttgarter gehen halt zum ersten Mal in ihrem Leben demonstrieren. Die kennen sowas gar nicht. Achten Sie jetzt mal spaßeshalber drauf, was dieser Mann mit seiner Demo-Ordner-Armbinde macht. Und ich betone ausdrücklich Armbinde. Ordner! Ja, also ich mach heute noch. Nicht alles klappt auf Anhieb, doch der Schwabe lernt schnell. Schließlich geht es um alles. Ja, naja. Na ja, jetzt sei mal fair, bitte. Sei mal fair, da. Ja, ich sag ja, da demonstrieren eben auch viele ältere Menschen mit. Einige werden vermutlich noch vor dem Bahnhof unter der Erde verschwinden. Ja. Im Übrigen aber Armbinde und Hut ab, ganz im Ernst, liebe Schwaben. Bei aller berechtigten Wut bleiben die Demos dort immer friedlich. Gestern sind einige aufs Bahnhofsdach geklettert, die wurden dann aber von Scharfschützen der Deutschen Bahn wieder runtergeholt. Wovor man sich als Demonstrant ja leider nie ganz schützen kann, das sind prominente Mitläufer. Frau Künast, warum sind Sie heute hier? Das ist ein Schweigemarsch. Ein sehr leiser Protest. Das ist ein Schweigemarsch. Weil wir ein Moratorium wollen. Wir wollen, dass, und die Bürgerinnen und Bürger wollen, dass mit ihnen geredet wird. Über die Sinnhaftigkeit dieses Projektes. Stuttgart 21 macht keinen Sinn. Schweigemarsch. Genau. Schweigemarsch. Leute, was ist das denn? Wenn ich einen Schweigemarsch machen will, dann lade ich doch nicht Renate Künast ein. Mach ja auch keinen Hungerstreik mit Otti Fischer. Aber nochmal, die Stuttgarter haben in der Sache vollkommen recht, wenn sie einen Baustopp fordern. Auch wenn noch nicht alle den richtigen Ton treffen. Stuttgart ist kein Frankfurt, Stuttgart ist kein München, aber Stuttgart ist Stuttgart. Und deswegen habe ich mein Lied drauf gemacht. Ich habe leider nur noch im Moment den Refrain im Kopf. Stuttgart 21, auf diese Art nicht, wollt ihr denn, dass unser Herz zerbricht? Stuttgart 21, nein, nein, lasst Stuttgart weiterhin gemütlich sein. Ja, vielen Dank. Da hat sich wohl jemand einen Fliegenpilz zu viel ins Müsli gebröselt. Leider nur der Refrain, das fand ich am besten, leider.